Mein Name ist Tim Kamann, ich bin der Geschäftsführer von Pflegix, der Online-Plattform für die Vermittlung von Pflegebetreuung und Alltagshilfe. Also was wir machen, wir vermitteln Pflegekräfte, aber auch Haushaltshilfen und Alltagshelfer an Familien und Hilfebedürftige. Wir haben dafür für die Vermittlung haben wir eine Online-Plattform aufgebaut, über die Hilfesuchende und Helfer wir miteinander matchen. Das heißt also, wir bringen Menschen, die Unterstützungsbedarf haben, mit den Helfern auf unserer Plattform digital zusammen. Also wir erlauben grundsätzlich jedem, sich bei uns auf der Plattform zu registrieren, weil der Grundgedanke gewesen ist, dass wir so vielen Menschen wie möglich sozusagen es möglich machen wollen, anderen zu helfen. Genau, wir sind seit 2 Jahren auf dem Markt und unsere Erfahrungen sind sehr positiv. Wir haben über 9.500 registrierte Helfer, inzwischen auch deutschlandweit, und haben über 3.000 Anfragen von Familien erhalten, die Hilfe suchen. Wir haben sehr, sehr viele positive Rückmeldungen erhalten und wir werden auch immer besser in dem, was wir machen. Das heißt also, unser Matching wird immer besser, die Plattform wird immer besser. Das heißt, wir haben immer mehr positive Rückmeldungen auf die Anfragen, die wir auch auf der Plattform erhalten. Und genau. Also im Endeffekt kann man das sehr gut mit einer Partnersuche auch vergleichen. Es geht ja darum, sozusagen auch die passende Hilfe, den passenden Helfer zu finden. Und von daher ist diese Parallele zum Dating auch gar nicht so falsch. Also der Gesundheitsbereich ist definitiv für Startups ein dickes Brett, wie wir gerne mal sagen, einfach weil es aufgrund der regularischen Anforderungen sehr komplex ist und da auch sehr viel Wissen erforderlich ist. Also zu Beginn, als wir gestartet sind, mussten wir erstmal sehr, sehr viele Gesetzestexte lesen, um auch unsere Nische zu finden. Die Herausforderung im Gesundheitsbereich ist letztendlich die Abrechnung, weil letztendlich den Menschen auch gewisse Budgets zur Verfügung stellen, wie das Pflegegeld oder die Pflegesachleistung, und diese auch gerne abrechnen möchten. Der Mensch bleibt bei der Digitalisierung nicht aus der Strecke, ganz im Gegenteil, durch Marktplätze und Communities wie unsere ermöglichen wir noch mehr Austausch, dass Menschen zueinander finden und auch aktiv am Leben teilnehmen können, statt alleine zu Hause zu sitzen. Wir haben definitiv noch einen sehr weiten Weg vor uns. Wir sind jetzt, wie gesagt, 2 Jahre alt und denken aber definitiv in 10 oder 15 Jahren. Da ist technologisch, aber auch menschlich noch so, so viel möglich. Wir sind ein sehr junges Unternehmen, aber freuen uns auf alles, was kommt.